Wohnung oder das Haus leer steht, übergibst du mir den Schlüssel und im besten Fall sehen wir uns erst beim Notar wieder. Der Grundgedanke ist Service und gut aufgehoben fühlen, das heißt vollstes Vertrauen. Mein Name ist Aristoteles Freikast und ich bin als Immobilienberater in der Umgebung Stuttgart und Leonberg tätig. Man nennt mich Telly, ich bin hier in Leonberg geboren, aufgewachsen. Ich denke mal, man kennt mich hier auch. Ich war jahrelang im Fußballverein. Ich bin verheiratet seit 6 Jahren inzwischen. Habe eine Tochter, die ist 4 Jahre alt. Ich würde mich auch als absoluten Familienmenschen sehen. Ja, ich liebe es, mit der Familie uns zu treffen, gute Stimmung zu haben, mehrere Generationen beieinander zu haben. Ja, wir sind eine sehr, sehr große Familie. Das ist auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt, da diese Momente zu erleben. Ja. Ich möchte, wenn ich eine Immobilie verkaufe, alles verstehen. Und deswegen war es mir ganz wichtig, von Beginn an entsprechende Fortbildungen mitzunehmen. Das heißt, ich habe meinen Sachverständigen für eine Immobilienbewertung bei der DEKRA gemacht. Ich war in Freiburg bei der DIA und habe meinen Real Estate Asset Manager. Das geht eher in Richtung Verwaltung, Betreuung von Objekten. Das heißt, ich habe viel Wissen mir aneignen wollen, um einfach bei dieser wichtigen Entscheidung oder bei dieser wichtigen Begleitung von Immobilienverkauf oder Kauf mit so viel Wissen wie möglich dem Kunden beiseite zu stehen. Ja. Ich glaube, das Allerwichtigste auch für den Kunden ist, dass man miteinander klarkommt, also auf einer Wellenlänge arbeiten kann. Und das ist das, was mir am allerwichtigsten ist, dass man sagt, okay, wir können miteinander und beide fühlen sich wohl dabei und gut aufgehoben. Ja. Also für mich inzwischen tatsächlich so ein Traumberuf, weil ich mich 100% wohlfühle. Das heißt, am Sonntagabend denk ich mir nicht, oh, morgen ist Montag, ich muss wieder arbeiten, sondern ich freue mich auf den Tag. Also ich bin in Leonberg geboren, aufgewachsen, fühle mich hier pudelwohl, wie man so schön sagt. Das hängt mit dem Standort Leonberg, also mit der Lage zusammen. Man ist schnell in Stuttgart, man ist schnell auf der Autobahn. Wir haben hier eine schöne Altstadt, in der man schön spazieren kann. Tennis, Fußballvereine, also man hat alles, was man braucht. Ich bin gerne mal in der Altstadt oben auch zum Mittagessen, Frühstücken. Ich würde gern den Leuten zeigen, dass dieses typische Makler-Klischee nicht mehr so ist oder auch anders sein kann. Also ein Makler kann auch nett sein, kann auch gut sein, kann auch zufriedenstellend sein. Meine Familie kommt aus der Gastronomie. Auch da geht es darum, Kunden zufriedenzustellen. Das heißt, wenn ich möchte, dass ein Kunde nochmal zu mir kommt, muss ich ihn zufriedenstellen und entsprechend guten Service bieten. Und so sehe ich das in der mobilen Branche auch. Ich muss maximalen Service bieten, dass der Kunde zufrieden ist und in 5, 10, 20 Jahren wieder an mich denkt und gerne zu mir zurückkommt.